Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mythen im Check mit unserer Hebamme, der Anna-Marie von Mamali. Ich bin Steffi und heute nehmen wir mal den Mythos, solange du stillst, kannst du nicht schwanger werden, unter die Lupe. Und Anna-Maria deckt auf, ob da was dran ist oder nicht, denn die Antwort ist ja auch ganz wichtig für dich zu wissen. Viel Spaß beim Video. Anna-Maria, was sagst du denn zu dem Mythos, solange du stillst, kannst du nicht schwanger werden? Ja, also dieser Mythos stimmt nicht. Und ich würde auch nicht empfehlen, den auszuprobieren, weil sonst könnte es vielleicht eine kleinere oder auch größere Überraschung geben. Genau. Also wie ihr als Stillende, als Mütter wahrnehmt, werdet ihr wahrscheinlich merken, dass die Periode ausbleibt. Aber nur weil die Periode ausbleibt, gibt es natürlich dadurch keinen Rückschluss drauf, wann denn das erste Mal der Eisprung stattfinden wird. Denn es ist bezüglich des Zyklus immer so, dass zuerst der Eisprung stattfindet und dann kommt, sagen wir mal im Regelfall, innerhalb von 2 Wochen nach dem Eisprung kommt dann die Periodenblutung. Das heißt, du kannst es jetzt nicht voraussehen, wann es soweit ist. Ja? Und man könnte das auch total leicht übersehen oder sich halt eben dementsprechend verschätzen. Es ist super, super verschieden, wie früh das erste Mal die Periode wieder einsetzt. Also bei vielen Frauen ist es so, dass wenn sie hauptsächlich stillen, die Periode auch lange ausbleibt. Aber tatsächlich gibt es auch die Situation, ich hatte das auch selbst schon bei einer Betreuung, dass die Periode tatsächlich bereits 4 Wochen nach der Geburt wieder eingesetzt ist. Also sehr früh. Das ist nicht häufig. Aber es ist möglich, genau. Und deswegen ist es für euch sehr, sehr gut zu wissen, dass man sich eben nicht an der Periode orientiert als Punkt von oder als Zeitpunkt von, okay, gut, wir überlegen uns jetzt, wie und wann und ob wir verhüten, sondern die Gedanken sollte man sich jetzt schon vorher machen, nämlich zu dem Zeitpunkt, wo man wieder Geschlechtsverkehr hat. Genau. Hast du denn so einen Zeitraum quasi, wann die erste Periode wieder anfängt, wenn man stillt? Ja, also das ist tatsächlich, wie gesagt, verschiedener. Also die meisten, wenn die stillen, dann ist es so, dass das lange, lange, lange anhält, diese Pause. Aber es kann 6 Monate dauern, es kann 9 Monate dauern oder eben halt die ganze Phase über, wie man stillt. Oder halt einfach auch schon sehr früh wieder starten, genau mit der Periode. Aber ja, was kann ich als Hintergrund dazu sagen? Es gibt Untersuchungen, die eben zeigen, und das ist ja auch nachvollziehbar, dass sich die Hormonkonzentration im Blut anders verhält, je nachdem, wie viel man stillt. Mhm. Wie ihr vielleicht schon von anderen Videos von uns wisst, ist es so, dass beim Stillen viel Prolaktin ausgeschüttet wird. Das ist ein Hormon, das die Milchbildung stimuliert. Und wenn viel von diesem Prolaktin da ist, sieht man, dass das FSH und das LH, also das FSH ist das follikelstimulierende Hormon und das LH ist das luteinisierende Hormon, dass die Hormone, die sozusagen diesen Eisprung hervorrufen, gehemmt werden. Das ist sozusagen der Hintergrund dazu. Jetzt gibt es Untersuchungen, die zeigen, dass wenn eine Frau theoretisch immer alle 4 Stunden durchgehend stillt, also keine Pause entsteht, die über 4 Stunden lang ist, dass dann mit erhöhter Wahrscheinlichkeit tatsächlich ein so hoher Hormonspiegel an Prolaktin da ist, dass es zu keinem Eisprung kommt. Aber Punkt Nummer 1, erstens freut man sich, wenn man nachts durchschlafen kann. Und das ist auch super wichtig einfach, damit man auch viel Kraft hat und viel Energie hat und es gibt einem auch viel Lebensqualität. Und Punkt Nummer 2, ja, nur an so einer Stundenzahl sollte man sich auf keinen Fall an so eine Regel halten. Genau. Ja, danke Anna-Maria, dass du uns da bei diesem Thema aufgeklärt hast. Ja. Dann wisst ihr jetzt auf jeden Fall, dass Stillen keine sichere Verhütungsmethode ist. Ja. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mythos-Aufklärungsvideo. Genau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.